Servus oder so und herzlich willkommen zu einem weiteren, natürlich, Spielerkarriere-Stream. Dann bin ich am Start. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr auf YouTube dabei seid und abonniert natürlich den Kanal. Oh, Piemonte. Ja, wird selbst gezockt. Wir müssen uns rächen. Spieler im Fokus, natürlich der 25-jährige Bernie Eurettung. 25 sind wir jetzt schon in der Spielerkarriere. Wie alt waren wir am Anfang? 17? So. Ich denke mal, ihr habt jetzt alle gewettet. Wir gehen rein. Im Stadion Olympique mal wieder. Und diesmal gewinnen wir. Schön. Jetzt zu mir. Muss ein Tor sein. Ist ein Tor. Und ich denke auch nicht, dass es abseits war. 1-0. So kann es doch gehen. So läuft das. Jetzt. Oh. Ich dachte, der Torhüter kommt noch ein bisschen weiter raus. Der gute. Also, der Chesney hier immer noch spielt. Wie alt ist der hier bitte? Oh ne, und jetzt kommt Marcel oder wie auch immer. Vermutlich der Regen von irgendjemandem, oder? Da kennt irgendjemand von euch einen Spieler, der so heißt und so aussieht. Marcel, keine Ahnung. Ah, warum schießt du denn schon wieder? Schick den. Jawohl, der muss er machen. Bellingham. Jawohl, Bellingham! 2-1. Mein Tor, an dem ich nicht beteiligt bin. Spielst du jetzt mal her, oder was machst du? Oder spiel ich her? Besser ist es. Bellingham 3-1. Was ist denn mit dem Bellingham los? Komplett OP heute. Boah, wie hat sich Adama da bitte ausspielen lassen? Komplett dupieren lassen. Jetzt kommt schon wieder dieser Martial-Typ und schießt das 3-2. Ey, jetzt könnte halt echt noch 7 Tore hier fallen, wenn das so weitergeht. Oh, pfeift er ab? Hat er abgepfiffen? Hat abgepfiffen. Nice. Sieg gegen Piemonte und leider gewinnen die 4-6. Was heißt leider? Ein Tor, keine Vorlage bei einem 3-2 Sieg. Also ich war gar nicht mal so beteiligt an den 5 Toren. So, Neapel gegen Bologna. Das ist was für eine Schnellsimulation. 1-0 verloren, aua. Also, sind im Meisterschaftsrennen ist echt so eine Sache. Wenn du solche Spieler dann wieder verlierst. Und dann geht's weiter gegen Lazio im Pokal, oder was? Nee, ist ein normales Ligaspiel. Weiß nicht, wie ich gerade auf Pokal gekommen bin. Trainingseinheit umändern? Ja, nach dem Spiel dann. Dann sollte ich auch wieder aufs Training zugreifen können. Und 1-0 gewonnen, sehr stark Silva trifft. Okay, dann nehmen wir mal den Neymar-Anlauf. Können wir gleich nochmal die Trainingseinheit spielen, um den Anlauf zu sehen. Weil wir werden ihn dann wahrscheinlich nie wieder sehen. 2-0, Hanses und Silva. Achtelfinale gegen den Ex-Club. Gegen Bayern. Wie krass ist das denn bitte? Aber wahrscheinlich trotzdem Hinspiel simulieren und Rückspiel selbst zocken, oder? Coman spielt immer noch bei Bayern. Sané spielt immer noch bei Bayern. Mit Martinez haben wir noch zusammengespielt. Kimmich immer noch bei Bayern. Das wird nicht einfach. Komm, ein Auswärtstor. 1-1 ist voll in Ordnung. Da ist alles drin fürs Rückspiel. Wir haben sogar bis zur 88. Minute geführt. Mehr Leute stimmen für Simulieren. Ist auch nicht ganz durch, aber das Ganze. Simulieren gewinnt mit 47 Stimmen, also 55%. Da gehen wir mal rein da. Damit es nicht 3 Spiele gegen Juventus gibt, sondern nur 2. 0-0. Okay. Und jetzt spielen wir aber erstmal gegen Milan, die Fünfter sind. Aber da gehen wir auf alle Fälle rein hier. Rein da. Unser Trainer stellt immer noch erstaunlich gut auf so. Also da bin ich Schlechteres gewöhnt. Wette? Ja, er kann auch schnell eine Wette machen. Ah, wir haben schon eine Wette. Wie viele Tore fallen insgesamt? Was haben wir dieses Mal? 0-2 oder 3-5? Oha. Naja, legen wir los. Die meisten von euch haben eh schon gewettet. Es ist gar nicht so eindeutig, ne? Also es ist relativ ausgeglichen so. Und am Ende sind wir jetzt bei einer Gesamtsumme von... Komm, jetzt nochmal. Bei einer Gesamtsumme von 7.000 Euro ungefähr. Ich hatte auch so während dem... Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. Jawohl, vor Bayern. Donnarumma und dann ist es da. Erstmal wieder Tee trinken. Den Jubel habe ich vermisst. Haben wir schon so lange nicht mehr gebracht. Das ist krass, da noch fast 2 Jahre auf. Schon lang. Oh, Bellingham ist frei. Lauf, lauf, lauf. Warum bleibt er denn stehen? Weil er ihn einfach auch so reinschießen kann. Bellingham ist so OP, Jungs. Schick. Patrick Schick.
Und jetzt sind wir mal uneigennützig. Und Silva darf das nächste Tor schießen. Sehr stark. Wir zerstören Milan hier. Zockst du Fußballmanager 21? Wenn ja, planst du da mal was auf YouTube? Ich zock den noch und ich habe eigentlich schon vor, da was auf YouTube auch mal zu bringen. So wie letztes Jahr mit der Nürnberg-Karriere. Aber ich werde jetzt keine ganze Karriere auf YouTube bringen. Ist der aktuelle Stand der Dinge. Außer die würden sich jetzt mal bei mir melden und sagen, hey, wir machen Placement und geben dir 10.000 Euro, dass du hier... Müssen nicht mal 10.000 Euro machen sein. Ich würde sogar für, keine Ahnung... Ich würde sogar für viel weniger machen. Komm mit rechts jetzt. Den hat er nicht gehalten, ne? Den hat der nicht gehalten. Dieser rechte Fuß ist so unbrauchbar immer noch. Spielt schon wieder dieser Röser. Schickt den zurück. Das muss ein Tor sein. Das muss ein Tor sein. Röser, was ist denn das? Mensch, Röser. Oh ne, das sieht auch ein Gegentor aus. Boah, die schießt da vorbei. Hau weg, das Dingen. Und wir gewinnen 3-0 gegen Milan. Pokal-Halbfinale gegen Cagliari. Boah, das ist auch schon wieder eine schwierige Entscheidung. Wir haben jetzt 40 Spiele, 23 Tore, 10 Vorlagen. Oh, das sah am Anfang der Saison schon deutlich besser aus. Boah, ihr seid aber alle mutig, dass ihr wollt, dass ich das Spiel simuliere. Das ist aber krass, Jungs. Ihr wollt, dass ich das Pokal-Halbfinale simuliere. Und zwar halt echt die große Mehrheit von euch. Das könnte halt schon mal eben jetzt nach hinten losgehen. Ich würde schon gern einen Pokal absahnen mit Napoli. 2-0, jawohl. Doppelpack Hansus. Ihr wusstet dann einfach Bescheid, dass es läuft. Neapel gegen Benevento. Und 2-0 geschlagen. Läuft. Und der nächste Gegner ist Bayern in der Champions League. Uff, uff, uff. Jetzt geht's ab. Achtelfinal. Rückspiel in der Champions League gegen Bayern München. Das ist unsere Aufstellung. Rechts hinter die von Bayern mit Kimmich, Coman, Reis, Kamavinga, Martinez. Hinspiel ging 1-1 aus. Das heißt, 0-0 theoretisch würde zum Beispiel reichen, weil einfach überhaupt kein Tor fällt. Dann würden wir in der Runde weiterkommen, aber ansonsten natürlich einfach gewinnen. Einfach gewinnen, das Dingen. Mach bitte Entschuldigungsjubel. Okay, ich versuche dran zu denken. Gegen den Ex-Verein in der Champions League. Ich bin absolut gehypt. Die haben einfach Kamavinga, der ist natürlich komplett brutal gut hier. Wir spielen erstmal in Richtung der Bayern-Kurve da links hinten. Boah, Kimmich ist nicht so schnell. Der spielt einfach da rechts hinten bei denen. Die Flanke. Oh, das sah aus wie ein Torwartfehler. Adama. Nochmal einen weiter. Und jetzt schießt ihn rein. Oh, Unai Simon. Ja, der geht. Jetzt, der muss drin sein. Der muss drin sein. Bellingham, Junge. Immer wieder Bellingham. Krank, wie viele Tore der schießt. 1-0. Da will ich jetzt einmal bitte den Eure Rettung Junior Spam im Chat sehen. Aha, boah, was ist das? Oh nee. Lautaro, der ist eiskalt vom Tor. Und Diego Carlos klärt. Komm, gegen Kimmich gewinne ich jedes Sprintduell. Da hat der überhaupt keine Chance. Spitzer Winkel, aber ich baller drauf. Oh. So sehen doch die 99 Abschluss aus. Warum lecken hier die Wiederholungen so? Schieß, schieß, ja. Der Lupfer. Oh, Traumtor gegen Ex-Verein. Jetzt habe ich vergessen zu jubeln. Jetzt habe ich mich leider nicht entschuldigt. Ah, die Freude hat mich einfach so übermannt in dem Moment. Bei so einem Traumtor. Musste ich einfach abfeiern. Einfach der Chip. Traumhaft. Warum gibt es keine Musikwünsche mehr? Weil ich die Videos ja auf YouTube hochlade, die Stream-Highlights davon. Das heißt, ich kann nicht jedes Lied in Stream einbauen, ich darf das Video dann nicht mehr hochladen, monetarisiert, wenn ich da irgendein Lied verwende, was dann von YouTube weggestrikt wird. Deswegen geht das leider nicht. Oh, leck. Nur noch 2-1, Lautaro Martinez. Mit seinem Jubel. Sehr ärgerlich. Aber noch wichtiger, dass wir vorhin das zweite Tor geschossen haben. Bellingham. Oh, jetzt. Oh, wie? Wie könnt ihr alles blocken? Ich habe auch kurz überlegt, ob ich selbst machen soll, aber ich glaube, das Abspiel war schon das Richtige. Oh, nee. Wir sind gerade wieder so offen da hinten.
Wir sind viel zu offen da hinten. Coman. Jawohl, Meret. Stark. Schön. Mach keine Scheiße, Meret. Mach keine Scheiße, Meret. Mach keine Scheiße. Meret, mach keine Scheiße. Dankeschön. 8 Minuten noch. Aktuell sind wir weiter, aber wenn Bayern einmal trifft, sind wir raus. Wenn Bayern einmal trifft, sind wir raus. Ah, nicht dahin spielen lassen. Da kann man Winger ist auch schnell. Jetzt nochmal. Schön. Mach ihn. Er macht ihn. Jawohl. Und jetzt kann ich mich auch entschuldigen. Fürs 3:1 und auch für das Tor zum 2:1. Wir sind eine Runde weiter. Wir werfen Bayern aus der Champions League raus. Ja, pfeif ab, Schiri. Jawohl, eine Runde weiter. Wie stark ist das denn bitte? Einfach Bayern rausgeworfen. Mega geil. Ja, stark. Eine Runde weiterkommen gegen Bayern. Läuft. Wenn wir gegen Barca spielen würden, das wäre halt ein Träumchen. Dann Barca aus der Champions League rauszuschießen, würde ich absolut feiern. Nachdem die uns nicht ziehen lassen, dann wir nur per Laie irgendwie wegkommen von dem blöden Verein und dann können wir die aus der Champions League rausschmeißen. Das wäre schon krank. Wir spielen gegen Atletico. Oh nee, du. Ist die Frage, ob Oblak noch spielt. Ich meine, ihr dürft nicht vergessen, es ist das Jahr 2029. Da ist es nicht sicher, ob Oblak noch spielt. Meisterschaftskampf ist auch in vollem Gange. Wenn wir gewinnen gegen Verona, sind wir wieder Erster. 1-1 nur, uff. Da geht es halt auch noch richtig um was, ne? Weil nur die ersten zwei qualifizieren sich. Es könnte halt echt auch sein, dass wir uns einfach nicht für die WM qualifizieren. Das wäre halt so dermaßen traurig. Gegen Belgien den ersten, komm. 3-0, 3-0, was sind das denn für Ergebnisse hier? Aber ganz wichtiger Sieg. Wenn wir jetzt Dänemark auch noch schlagen, dann würden wir uns sogar einen kleinen Vorsprung aufbauen. 2-0, Hanses und Hack. Jetzt sieht es wieder richtig gut aus, was die WM-Qualifikation angeht. Wie hast du so ein hohes Rating bekommen? Einfach immer trainiert und viele Tore geschossen. Jetzt verlieren wir auch noch. Viertelfinale gegen Atletico. Wir machen es so wie immer. Hinspiel simulieren, Rückspiel selbst zocken. Ich meine, das Rückspiel ist eh nicht weit weg. Dann simulieren wir jetzt mal das Hinspiel. Gegen den Spieler des Jahres, den Ballon d'Or-Gewinner Joao Felix. Der viel schlechter ist als wir, aber trotzdem den Ballon d'Or gewonnen hat. Komm jetzt. Oh. Uff, uff, uff. Ich habe auch gar nicht auf den Torhüter geschaut. Habt ihr auf den Torhüter geachtet? War da ja ein Oblak im Tor? Boah, das wird richtig schwierig. War immer noch Oblak? Krass, was hat er für eine Gesamtstärke? Wir schauen gleich nochmal nach. Aber jetzt brauchen wir unbedingt einen Sieg auch gegen Crotone. Was ist denn jetzt gerade los hier? Nur 2-2. Ah, wir sind nur noch Zweiter. Was ist denn mit Florenz los? Die brechen nicht ein. Die haben ein einziges Spiel verloren in der ganzen Saison. Jetzt sind noch 7 Spieltage. Wir haben 5 Punkte Rückstand. Ich meine, es ist machbar, aber es wird mega schwierig. Der hat immer noch eine 33. Wie alt ist der hier bitte? Kann ich irgendwo sehen, wie alt er ist? 36. Ja gut, ist noch gar nicht so alt, ne? Das ist krass. Da wundert man sich so, wie jung der eigentlich in der Realität noch ist, ne? Ja, das sind die Aufstellungen. Atletico mit Richarlison und Felix vorne drin. Haben wir mit Richarlison nicht auch schon mal irgendwo zusammengespielt? Bei uns liegt halt die Hoffnung, ehrlich gesagt, natürlich auf uns und auf Bellingham. Das sind mit Abstand die besten Spieler der Mannschaft. Aber dann haben wir halt so einen 74er Innenverteidiger da hinten drin. Nguabi. Naja, mal schauen. Wir müssen zwangsläufig 3 Tore schießen. Wir müssen 3 Tore schießen. Wenn wir nur 2 schießen, kann es nicht aufgehen. Dann sind wir in jedem Fall raus. Das ist halt geisteskrank. Oh, und Atletico geht in Führung. Aber da kannst du doch niemand abseits. Oh, Glück gehabt. Zirkzee ist Maschine mit Potenzial. Der hat halt viel Glück gehabt in seinen ersten Partien. Und das hat dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen abgelenkt davon, dass er vielleicht nicht unbedingt das Niveau hat. Also so sehe ich zumindest. Also es gibt ja auch einen Grund, warum es so lange gedauert hat, bis Bayern jetzt auch einen Abnehmer gefunden hat für Zirkzee. Also ich glaube, da auch andere Vereine sind nicht so 100% überzeugt von ihm. Ey, dieser Joao Felix, Mann, der ist so geisteskrank. Komplett OP. Jetzt hat er sein Tor. Ja, 3 Tore in einer Halbzeit. Geh doch hin, hallo Abwehrspieler, willst du 15 Meter Abstand halten oder wie ist es?
Und schon wieder. Wir schauen nur zu. Wir schauen nur zu. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance, ey. Gui Marais mit dem nächsten Tor. Aber gut, wir spielen halt auch bei Neapel. Darf man nicht vergessen, ne? Und dass ich hier jetzt die Champions League gewinne, damit habe ich eh nicht gerechnet. Aber Meistertitel wäre halt auch nice, ne? Also Meistertitel stehen die Chancen auf alle Fälle besser. Ja, da wäre ich vielleicht fast mal einen Moment frei gewesen. Jetzt, wenn Bellingham durchzieht. Ah, Rückraum. Macht. Oh, ja, wenn wir so einen nicht reinschießen, dann kann ich euch auch nicht helfen. Vor allem, das war schon dieser, wie heißt der, Röser oder so? Der ist halt komplett schlecht. Der ist echt Röser. Der hat irgendwie eine 70er Gesamtstärke oder so. Also, das ist keiner für die Champions League eigentlich. Aber komm, ich will noch ein Tor schießen. Das wäre das unmöglich. Aber mit Röser vielleicht schon. Aber mit Röser ist es schon unmöglich. Ja, gut. 3-0 Atletico. Ja, da lassen wir uns gern auswechseln und wir springen zum Endergebnis. 3-0 verloren, also. Das war eine eindeutige Geschichte.